So! Und auf der neuen Karte. Tümmlerkuppel, die neueste Karte und somit ein herzliches Willkommen zurück zu Splatoon Online. Und wie ihr schon in meinem kleinen Infovideo gesehen habt, es ist jetzt so ziemlich definitiv, dass ich und Neoplays bald ein separates Together-Plan. Und wie das alles vonstatten läuft, das sind wir uns immer noch am überlegen, aber da sie schon mal Termine freiräumen können für eventuelle Dienstage oder Donnerstage oder wie es dann auch ist, habe ich das Infovideo einfach mal dahin geklatscht. Das hat natürlich nichts zu tun mit Bud Spence und Terence Hill, auch wenn es schon schön wäre. Also vormals hieß es ja im Projekt Neoband 2C wie Gummi. Und ich fand dann plötzlich, es klingt irgendwie komisch und dachte dann plötzlich, ja, Splatoon mit TWO als Anspielung und alles passend. Und Neoplays ist dann auch ja, ich bin gerade dabei mit dem Thumbnail zu machen. Bis jetzt habe ich einen Endcut gemacht, aber da muss ich nochmal unten den Spruch ändern. Halt wegen dem neuen. Aber ansonsten, ja. Das kriegst du ja schnell hin. Hoffe ich. Glitscht sich jetzt gerade ein bisschen durch alles durch. Wieso passiert das? Also wieso, oder besser gesagt, wieso kann ich das nicht? Natürlich können das immer nur die Gegner, ne? Ich kann das nie. Das ist ja fair. Geh mal weg da! Hoi! Ich such grad den mit Stufe 1 irgendwie. Ich will hier ein bisschen trollen. Nee, aber nicht. Ich hab Benjamin erledigt. Mir gar nicht leid tut. Wobei irgendwie, ich meine nicht, was spielst du überhaupt hier an? Also, ich meine klar, es spielt eine Rolle wegen den Waffen, die du kaufen hast, aber wenn du hier einen hindönerst, der Stufe 1 ist, ich glaube, das geht genauso schnell oder genauso schwer. Ich finde, Nintendo sollte es generell mal so machen, dass die etwas stärkeren in einer anderen Lobby sind und die kleineren halt bei, was weiß ich, so Beginners oder so. Ja gut, andererseits, Mario Kart, da ist es ja auch nicht, ne? Ja, aber da finde ich schon sozial, weil da bin ich meistens mit meinen 8000 Punkten, fast 9000, schon in einer richtig guten Gruppe, wo meist nur 11.000er drin sind. Aber wenn ich jetzt so überlege, so ein 11.000er, wo es halt anfängt, der gegen so ein 12.000er, der hat dagegen keine Chance, meinte ich damit. So, eigentlich wollte ich das, was ich jetzt sage, im nächsten Offline-Part sagen, also im Story-Mode, weil ich habe seit 2 Wochen nicht mehr offline gezockt. Also beziehungsweise ich habe da am Abend die Parts aufgenommen. Der vierte Part ist ja immer noch nicht draußen und ich tue mich ein bisschen schwer, weil ich weiß nicht, wie soll ich aber also ich finde den Story-Modus gut. Ja, ich finde das nicht eine gute zu kurz. Idee. Was? Er ist einfach zu kurz, finde ich. Aber ich finde ihn einfach irgendwie aufgesetzt. Ich weiß nicht warum, ich finde es braucht ihn nicht. Also wenn ihr mich fragt, ich hätte jetzt eher lieber gehabt, sie hätten vielleicht einen Story-Modus erst im August noch hinzugefügt und dafür online alles schon drin gehabt, denn ja, man konnte schon ab Tag 1 konnte man schon online zocken, ne? Und ich glaube, es ist ja nicht ein Geheimnis, dass Splatoon eigentlich mehr ein Online-Spiel ist, ja, also wirklich, also für mich, ich finde denn gut, ich habe bis jetzt auch noch nicht so viel gespielt im Story-Modus. Ah, irgendwie toll. Finde ich. Was? Jetzt hat Outer City deine Stimme nicht aufgenommen. Ist doch perfekt. Dann kann ich ja meine Aufnahme abbrechen. Super. Mach es, wie du willst. Okay, nimmst du noch weiter auf? Also ich nehme weiter auf. Okay. Ja, und genau das, also nicht, dass ich was dagegen Outer City habe, aber, also ist ja kostenlos, das weiß ich auch, aber seitdem ich gemerkt habe, wie ich bei Windows unten den Lautstärke-Mixer einstellen kann für jede Audioquelle separat, mache ich das so. Da muss ich nämlich danach nicht mehr bei Outer City und so, ich will niemandem was schlecht reden, ne, aber ich habe einmal Outer City ausprobiert. Ich bin jetzt nicht der Harvard-Absolvent schlechthin, aber irgendwie, ich wurde damit nicht warm. Ich wurde damit einfach nicht warm und danke, dass du mich gekillt hast, virtuell. Danke, danke. Okay. Ja, ich
wenn ich ein Spiel starte und ich sehe, aha, ich kann da im Spiel selbst, bei so kleinen Browser-Games oder so, oder anderen wie bei Five Nights at Freddy's, ich kann da nicht die Lautstärke im Spiel einstellen, dann die Hallboys im Sack, Vortex, dann weiß ich, dass ich ganz sicher in der Lautstärke-Mixlerei das noch konfigurieren kann. Und das ist der große Vorteil, den ich da sehe, dass ich da nur noch aufnehmen muss, kann, will, dann in den Movie Maker, und das alles ist schon fertig abgemixt. Nee, ich muss nicht erst noch Audacity schauen, ja, nicht das CD. Also ich kenne, also ich höre einfach größtenteils, dass nur immer Schlechtes darüber. Also, obwohl alle darauf schwören, jeder sagt so, ja, Audacity funktioniert gerade nicht, ja, es ist nicht synchron. Ja, was soll ich sagen? Ich hab das nicht und es fehlt mir auch nicht. Ich hab's, ich hätte können es jeden Moment ausprobieren, aber. Ja, ah, scheiße, nein, wow. Ja gut, also ich komme mit Outer City ganz klar zurecht, aber ich weiß nicht, was meine Aufnahmeprogramme derzeit für ein Problem haben. Erst die Elgato und jetzt das. Erklär's mir. Wie soll ich das erklären können? Also, meine Meinung ist, wenn du Elgato hast, solltest du auch gar nicht groß Outer City nutzen müssen, denn Outer City ist ja eigentlich so gemacht, dass ja, also besser gesagt, Elgato sollte ja eigentlich alles in einem sein. Ja, fertig rendern oder sogar ihr neuen Elgato-Programm, das man sogar direkt hochladen kann. Ja, das kann man bei der alten auch. Das wurde jetzt mit einem Software-Patch gemacht, glaube ich. Aber wieso ihr dann mit der Elgato alle noch Audacity benutzen müsst, ist mir ein Rätsel. Naja. Also wie gesagt, meine Alpha Media TV-Karte könnte natürlich auch aufzeichnen, aber das ist so irgendwie kompliziert, dass ich ja Fraps habe. Und dann muss ich nur Fraps starten, dass ich die V-Karte und dann starten und ja, ich kann die Lautstärke gleich hier auch noch regeln. Und bei allem anderen kann ich es per Lautstärke mixen. Bei Windows unten rechts ist das so ein kleines Feldchen, so ein kleiner Lautsprecher. Kannst du einen Klick drauf, dann kommt Option Lautstärke mixen, dann kannst du jede Quelle separat abmischen und ich mache es so. Und bei jedem Start des jeweiligen Spiels ist es gespeichert quasi und. Boah, wie bin ich denn jetzt abgegangen? 12 zu 0. Also ich frage mich einfach immer, wieso geben sich mal, also ich will jetzt wirklich niemanden irgendwas schlecht sehen, aber wieso versuchen einige auf Teufel komm raus Kills zu machen? Ja, also ich, wieso? Naja, ich ja. Gehe ja auch auf Farbe, das gehört ja zum Revierkampf dazu, also ich war sogar auf Platz 1 eben aus meiner Gruppe. Ich hoffe jetzt, wir sind mal in einer Gruppe. Ja. Also wie gesagt, ich sage ja nicht, dass ihr alle Deppen seid, die, also wenn ich jetzt mich in Outer City wohlfühlen würde, würde ich es ja verstehen, ne? Aber solange das andere bei mir funktioniert, habe ich nicht das Gefühl, dass ich hier was ändern soll, aber ich ja, dann ist eigentlich auch gut. Also ich habe natürlich gelesen schon, dass einige sagen, ja, Outer City ist das Beste, ja, da hast du keine Probleme. Aber ich habe mit meiner Vorgehensweise auch keine Probleme und wieso sollte ich das wechseln? Aber jedem das sein ist meine Devise und ich zwinge ganz sicher niemandem was auf. Und es gibt ja sogar selten Leute, die sagen, ja, sie brauchen ein gutes Thumbnail-Programm, gutes Grafik, und sie sagen, ja, nimm doch GIMP. Und dann sagen sie, ja, irgendwie verstehe ich GIMP nicht, ich komme da nicht mit. Und sage ich, ja, also, wenn du es nicht groß brauchst, ne, dann musst du es auch nicht da rein vertiefen, aber ich brauche es halt so ziemlich täglich für meine Thumbnails und ich komme damit auch gut klar, also irgendwie komme ich auch mit fast. Hilfe, ich habe einen Kevin in meinem Team. Ja, bist du selber schuld. Na, wer ist denn da? Der Benjamin ist irgendwie mein Stalker heute. Der Benjamin ist eben getötet worden. Ich habe zu wenig Tinte, also was, ich frage mich gerade, was wichtiger ist. Ich glaube, im nächsten Kleiderwechsel schaue ich, dass ich viel schneller aufladen kann, denn irgendwie, ich habe ja jetzt, dass ich schneller rennen kann, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das nützt gar nichts. Boah. Das nützt irgendwie nichts. Der Sniper ist hier gerade fies, der auf der Treppe sitzt. So, mit den Titanen. Boah, shit, warst du das? Ja.
ich mag den Tintentitan nicht. Ich schon. Ja, immer jetzt, wo mehr. Du dich gekillt hast. Ich hätte eigentlich noch mal eine andere Frage. Wo, weißt du, woher man hier die Spezialausrüstungen bekommt? Also, die laufen ja mittlerweile wie Roboter herum, also. Ja, die bekommt man dank den Amiibos. Ach so. Also. So, irgend. Also, ach so, ach so. Na gut. Also, nur wegen dem paar. Ja. Ich denke, das sind die Amiibos. Aber Link? Ja. Vorerst reicht mir das. Nein! Nein, bist du das? Nein, bist du das? Nein, du machst. Doch, du kommst jetzt her, du kommst jetzt her. Du blödes Schwein, ey. Wer bist denn du? Ach, du bist. Ich hab doch gesagt, du kommst her. Ist das jetzt der goldene Kriegsroller da, oder wie der heißt? Ja, Airbrush Gold. Ja, 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 irgendwie so. Die geht eigentlich ganz schön ab. Ah, ja, nein, 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 nein. Ich merk's. Ach, Mann, die 52 Gallon ist natürlich. No comment. Kein Kommentar ist auch ein Kommentar. Na, noch schlimmer wär's, wenn ich mich. Ach komm, du bist doch echt ne Witz. Ich mag irgendwie Benjamin. Ich habe in letzter Zeit wissen, wie zu sehen, wer eigentlich in meinem Team ist. Irgendwie haben die die Farbkombination der Kleider nicht optimal. Boah, ich dachte gerade, das Bild, weil ich so hart in der Soße schwimmen ja dabei war's, ja, weil irgendwer eine Heulboje eingedönert hat. Nein, 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 du kriegst mich nochmal mit der Sniper. Die Probleme des Neoplays. Ja, die Sniper nervt halt. Und man kriegt mit dieser Waffe natürlich auch gut Punkte halt, ne? Scheinbar ist es so, aber ich hab mit der nie Glück. Oh, das ist keine große Frage hier. Ihr habt gewonnen. Alter, komm, als ob das so viel ist. Jetzt so, mal ernst. Das heißt wohl Level Up, Level Up, Level Up. Oder? Ich war schon wieder der Beste. Mann, aus meiner Gruppe können sie aber auch echt gar nichts, oder? Oh, das war so. Gut, noch ein Kampf und dann ist Ende Gelände für heute. Dann muss ich zurück in die Therapie. So, ich glaub, haben ich bin wir der dann. Höchste. Ach, du bist auch schon Level 12. Ja, gerade eben. Ah, ich was bin heißt auch schon hier auch mehr. Schon? Du bist Level 16. Was laberst du so auf mich herab hier? Ich bin fast 17. Also ja, aber Level nur fast. Ja, also warte, Rebecca. Mir fehlen noch 4000 XP. Rebecca mir oder wie? Oh, ein Mädchen. Nö, eine Transe. Conchita Dingsbums. Ich lache jetzt, wenn es ein Junge ist. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ja, ich bin der Höchste in der Lobby gerade. Darauf bin ich gerade ein Stückchen stolz. Sei stolz, bevor es zu spät ist, Junge. Über Kofferfischlager? Nee, bitte nicht, oder? Komm, bitte jetzt. Bitte nicht da. Immer noch besser als ein Skatepark. Oh, ich kann. Okay, ich mag im aber. Im selben Team, nein, endlich mal. Ich habe. Hey, ich habe ein Level 17 im Team. Auch bin ich gerade ein bisschen stolz. Jetzt haben wir diese pinke Farbe, die ich überhaupt nicht leiden kann. Passt doch zu uns, Schätzelein. Ja, der schwängelt wieder mal einen Schwingel, Pinsel. Vergiss nicht einzufärben, das gibt Punkte. Also ob es nicht pervers genug wäre, das Ganze. Ach ja, was ich übrigens noch sagen wollte ist, ja, es gibt ja schon ganz leise Gerüchte, dass Nintendo bald ein neues Spiel ankündigt aus der Mario-Serie. Und es gibt so ganz leise Vermutungen, dass es irgendwie was zu tun haben könnte mit einem allfälligen Mario. Boah, ich hab einen Fünffach-Kill! Geil. Mit einem Mario Galaxy 3 schräg. Oh, das wäre geil. Mario Sunshine Spiel. Denn viele sagen, im Grunde genommen ist Splatoon quasi Mario Sunshine. Nichts anderes. Und wieder andere sagen, dass, wie man sich hier vorbewegt, also es hat viele Elemente hier, auch besonders im Story-Modus, wie Mario Galaxy. Und viele munkeln schon, dass das nächste Spiel was damit zu tun haben könnte.
Also gut, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin mit Mario Galaxy, Mario Sunshine eigentlich nie wirklich warm geworden. Mario Sunshine, Mario Galaxy, absolut das geile Spiel. Also wer mein Let's Play dazu kennt, dass er am Laufen ist, noch jetzt verstehen. Ja, also Nintendo hat ja gesagt, die Mario Galaxy Reihe ist noch nicht vorbei. Hoffen wir es mal, Mario Galaxy ist wirklich geil und ich hätte auch, also wenn Mario Galaxy 3 rauskommt, ihr könnt euch hundertprozentig sicher sein, dass da ein Let's Play kommt. Scheiß drauf, was da noch auf meinem Kanal gerade läuft, das wird dann kommen. Natürlich. Mario Sunshine kenne ich, scheiße, bei mir ist ein Hummel im Zimmer. Okay, ist wieder raus. Ja, kannst du noch so mit deinem Pinsel schwingen. Ist auch hin. Lass mich in Ruhe mit deinem blöden Konzentrator, ey. Der Konzentrator hier kann fies sein. Warte mal, ist dahinter wer? Okay, ich habe einen Tinsuka. Wo setze ich sie am besten ein? Ganz klare Sache, beim Spawn der Gegner. Jetzt was das gerade, der gerade ist, ich glaube, das mache ich in Zukunft auch, wenn ich den mal wieder habe. Wieder Double Kill. Und ich nehme hier den! Yeah! Tinten Titan! So, gut, das ist schon alles eingehabt, das hat nützt eigentlich gerade so gar nichts, aber gut. Also was ich mich freuen würde, wenn es von dem ganzen Squid Race hier mal ein so ein Tintenfisch-Rennspiel gäbe, das würde ich schon spielen, das wäre geil. Ich stelle mir das gerade so vor. Oder starte Minispiel da, das schwuchtelige, dann, oh, da so ein Rennspiel, ne? Wir haben klar nach B wäre schon was. So, um die Stage kennenzulernen, so einfach mal aus Hinterfisch durch dönern. Yes, ich bin zwar. Nein, ich bin nur zweit. Oh. So, Leute, das heißt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Mitmachen bei mit Neo Plays und. Auch wenn ich mal wieder nicht gekommen. Eine neue Ausgabe verfügbar. Super. Ja. Dann würde ich sagen. Hören wir mal die zwei Quarktaschen mal zu. Ah, ich hasse die Nachrichten. Ja, was habt ihr zwei? Die News aus der Stadt, in Kopolis, ja la 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 la. Standardkampfarin, aha. Ja, der Skatepark. Gut, wissen wir auch schon lange. Ja. Fimmlerkippel. Ja. Ach, der Rangkampfarenen. Ja. Arowana Center. Ich bin kein schwuler Fisch, nein. Tümmler Kupp von South Park. Also Leute, ich sag, wenn es gefallen hat, ein schönes Daumen hoch, würde mich extrem freuen. Und schaut auch bei Neo Plays vorbei, denn da gibt es dann auch das zukünftige Together-Projekt bei ihm. Also die Videos werden bei uns beiden zu sehen sein. Hoffe ich zumindest mal, wenn der eine Elgato dann nicht spuckt. Ja, vielleicht morgen, ja, wenn sie mal nicht. Also ich werde ihr auf jeden Fall heute nochmal Manieren beibringen nach dieser Aufnahme. Und Together, dann, wie gesagt, das Together, ich werde dann Daten abgeben. Wann? Was? Squad Plays? Achso. Wann? Ach, Nico hat mich gerade von Squad Plays, hat mich gerade hinzugefügt bei Skype. Gut, den frage ich noch wegen der Schrift. Danke Nico, danke Squad Plays. Also was ich gerade sagen wollte ist. Ich werde ganz bestimmt noch ein Infovideo raushauen, wann dann unsere speziellen Together Parts stattfinden, wann Aufnahmezeit ist, damit ihr uns joinen könnt und euch von uns bashen lassen könnt. Also, und ich würde mal sagen, vielleicht schon nächste Woche, wer weiß. Also ich sage nochmal in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke Neo Plays, ich freue mich auf unser Projekt. Immer wieder gerne. Rest in Peace, Sir Christopher, ja, auch von meiner Seite her ein Rest in Peace, einer der besten Schauspieler, der es gibt, der mal trotz des hohen Alters sich nie hat schnippeln lassen, wie andere amerikanische, gut, er ist Brite gewesen, die Europäer haben ein anderes Verständnis für dauerhafte Schönheit, das kann ich selber bezeugen. ja, also in dem Sinne, bevor ich noch 3 Minuten hier vollkriege, was ich eigentlich in einem neuen Kampf hätte austoben können, sage ich nochmal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.